Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Diese Debatte gerade berührt die Grundzüge unserer parlamentarischen Demokratie. Und unter diesem Blickwinkel ist das Klein-Klein und die Aggression, die seitens der Spitzen der regierungstragenden Fraktionen hier geäußert worden sind, gegenüber der Opposition nun wirklich nicht gerecht und angepasst. Und direkt an Sie, Herr Wagner, noch einmal. Wir als Parlament haben jederzeit, auch ohne Ihr Gesetz, das Recht, Gesetze zu erlassen, die das Regierungshandeln binden. Von daher, woher kommt auf einmal Ihr Zeitdruck? Meine Damen und Herren, das Verfassungsrechtliche, was wir hier gerade diskutieren, befürchte ich, eben weil dieses Virus. Ich verbitte mir Bemerkungen von der Regierungsbank. Bitte, Herr Präsident. Wir hatten das schon, Herr Kollege Vizepräsident, diskutiert. Und der Staatsminister meinte, es wäre das erste Mal gewesen an diesem Tag. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Ich glaube, wir sind uns einig. Auch das erste Mal ist schon einmal zu viel. Danke. Herr Dr. Wilken. Das ist eine verfassungsrechtlich extrem wichtige Debatte, die wir heute führen und in den nächsten Wochen und Monaten weiterführen müssen. Es ist nun einmal leider so, dass die Gefahr groß ist, dass alles das, was in der Krise im Krisenmodus eingeführt wird, später in einem wie auch immer gearteten Normalzustand schwierig wieder zu erkämpfen sein wird. Die Gefahr sehen wir ganz klar. Und ich sage für die Linken ganz klar und deutlich, grundsätzlich tragen wir die Maßnahmen, auch viele Maßnahmen, wie sie in den Bundesländern, auch hier in Hessen jetzt beschlossen worden sind, ausdrücklich mit. Sie sind hilfreich zur Kontaktvermeidung. Sie sind deswegen hilfreich, die Pandemie einzudämmen. Aber, und Herr Rock, jetzt nicht zusammenzucken, ich benutze jetzt Ihr Wort, dazu brauchen wir kein Parlamentsverhinderungsgesetz, sondern im Gegenteil. Meine Damen und Herren, in der Debatte gerade wurde immer auf die unterschiedlichen Worte Beteiligung und Information Wert gelegt. Ich glaube, ich muss jetzt nicht ausarbeiten, wo der Unterschied zwischen einer puren Information, Regierungsfraktionengesetz, und Beteiligung, Gesetzentwurf von SPD und FDP liegt. Aber ich möchte in dem Zusammenhang noch einmal ganz deutlich sagen, wir, das Parlament, sind Gesetzgeber, also die erste Gewalt, auf deren Grundlage alles Regierungshandeln, zweite Gewalt, zu erfolgen hat. Das ist deutlich mehr noch einmal, als mit dem Wort Beteiligung assoziiert wird. Und diese selbstverständlich. Das sollten wir stärker zum Ausdruck bringen. Es ist, glaube ich, auch unstrittig, auch wenn seitens der regierungstragenden Fraktionen das so ein bisschen verschleiert wurde, dass wenn wir als Parlament Maßnahmen beschließen, um die Pandemie einzudämmen, auf der dann Regierungshandeln erfolgt, dass die in vielen Dingen in die gleiche Richtung gehen. Dazu sind wir verpflichtet, auch als Gesetzgeber in Verantwortung für die gesamte Bevölkerung. Das ist unstrittig. Aber wir haben die Hoffnung, dass so mancher Fehler, der gemacht worden ist in den vergangenen Wochen und Monaten, dass der durch eine ausführliche Debatte in diesem Haus hätte vermieden werden können. Auch wenn ich mir wenig Illusionen mache, dass wir immer noch gegen eine Mehrheit der Regierungsfraktionen anargumentieren müssten. Ich erinnere nur daran, dass kollektiv verhängte Einschränkungen
in die Berufsfreiheit zum Beispiel, aber auch in das Demonstrationsrecht, kollektiv von Verordnungen, also von Regierungen verordnet worden sind und dann jeweils individuell von einzelbetroffenen Personen vor Gerichten beklagt und eventuell auch Recht bekommen haben, dann aber nur das betroffene Individuum von dieser kollektiven Einschränkung ausgenommen ist. Das ist kein haltbarer Zustand. Eine Begründung, die Gerichte dazu führen, diese Einschränkungen zurückzunehmen, waren in aller Regel schlecht begründete Einschränkungen. Auch dort hätte sicherlich eine öffentliche Debatte auch hier im Parlament geholfen. Deswegen will ich einen richtigen Satz aus dem Regierungsentwurf hier zitieren. Die regierungstragenden Fraktionen geben selber an, dass Gesetze wegen ihrer gegenüber Rechtsverordnungen größeren Publizitätswirkungen im Einzelfall dazu beitragen können, die demokratische Legitimation einer Maßnahme zu verbessern und damit ihre Akzeptanz zu erhöhen. Sie nicken, Frau Claus. Ist das jetzt die Regierungsverantwortungsübernahme dafür, dass die Akzeptanz gerade zurückgeht, weil Sie es bisher nicht gemacht haben? Und Frau Claus, wenn Sie jetzt eben angesprochen haben, dass im Bundestag selbstverständlich jetzt auch diskutiert wird, das Infektionsschutzgesetz zu erweitern. Ja, aber warum müssen diese Erweiterungen mit Sonderermächtigungen für den Bundesgesundheitsminister Spahn verbunden werden? Warum sind die ursprünglichen Beschlüsse im Bundestag erst auf unsere Intervention hin nicht auf eine Feststellung einer Pandemie seitens der Regierung korrigiert worden, sondern heute heißt es, auf Beschluss des Bundestages wird dieser Ausnahmezustand festgestellt. Sie müssen ständig korrigiert werden im Sinne einer parlamentarischen Demokratie. Und, meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal dringend auf den Unterschied deutlich machen der zwei Phasen dieser Pandemie, in der wir uns befinden. Vieles von dem, was im Frühjahr unmissverständlich schnell und dringend getan werden müsste, ich sage es noch einmal, das tragen wir mit, schnell und verantwortungsvoll auch aus der Regierung gemacht werden musste, stellt sich ein halbes Jahr später ganz anders dar. Dann stellt sich die Frage, wo ist der mittel- und langfristige Plan? Und diese mittel- und langfristigen Pläne sind zwingendermaßen hier im Parlament zu diskutieren und als Grundlage des zukünftigen Regierungshandelns zu entscheiden. Eine letzte Bemerkung von mir, und das ist für mich auch schon ausreichender Grund, warum wir dem Regierungsgesetzentwurf nicht zustimmen können. Das werden Sie schon mit Ihrer eigenen Mehrheit regeln müssen. Wenn Sie auch noch einmal ganz klar hier festschreiben, der Gesetzgeber, also wir, stellt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf klar, dass er die bisherigen Handlungen der Landesregierung ausdrücklich unterstützt und billigt. Nein, das tun wir nicht, sehr geehrte Damen und Herren von den regierungstragenden Fraktionen. Ich bedanke mich.